willkommen zu meinem neuen Video und damit willkommen zurück in der wunderbaren Welt des Coronavirus. Ja, ich bin wieder zurück aus meiner dreiwöchigen Sommerpause und jetzt heißt es erstmal wieder alles auf den neuesten Stand bringen. In den drei Wochen ist ja nicht ganz so viel passiert, bis auf in der letzten Woche, denn da gab es die neuen Beschlüsse für den neuen Corona-Herbst, für die neue Welle, was natürlich wieder ultra schlimm wird und man jetzt schon planen muss, was da so kommt. Die Maßnahmen stehen mittlerweile fest und ich würde sagen, wir fangen einfach mal damit an. Es gab nämlich einen Artikel von der Bild, neues Infektionsschutzgesetz beschlossen, das kommt im Corona-Herbst auf uns zu. Ist noch vom 24.08. Wie knallhart werden die Corona-Regeln? Die Obersten haben wie immer schärfere staatliche Eingriffsmöglichkeiten für eine erwartete Corona-Welle im Herbst und Winter auf den Weg gebracht. Grundlage war der Entwurf für ein neues Infektionsschutzgesetz. Und jetzt kommen die Pläne. Eine bundesweite Schnabellappenpflicht in Flugzeugen und Fernzüge. Kinder zwischen 6 und 14 Jahren sowie Personal sollen medizinische Lappen tragen können. Und da zu dem Thema FFP2-Lappen oder Schnabellappen, wie ich sie nenne. Im Flugzeug war ja das Lustige, dass unsere Obersten, wenn die mit dem Flugzeug unterwegs sind, gar keinen Lappen tragen. Mit der Begründung, sie sind PCR getestet. Hat auch bei uns nichts gebracht, denn wir wissen ja immer noch, dass in manchen Ländern Testpflicht besteht, wenn man einreisen möchte, und auch PCR-Testpflicht. Und auch wenn man sich PCR testet und mehr als nur negativ ist, muss man dennoch den Lappen tragen. Und das sieht man einfach wieder die Unterschiede zwischen den Obersten und eben den Untersten. Und das zeigt sich hier wieder richtig, richtig schön. In Kliniken und Pflegeheimen sollen bundesweit Lappenpflicht gelten. Dort soll man vor dem Zutritt auch einen negativen Corona-Test nachweisen müssen. Die Alten gilt es weiterhin zu schützen. Okay, alles schön und gut. Dennoch schwierig. Ab dem 1. Oktober, also da ist dann unser freies, eingesperrtes Leben wieder vorbei, da beginnt dann der Corona-Herbst. Ganz offiziell 1. Oktober, in Klammer bis zum 7. April. Ihr wisst ja, die O bis O Regelung, so wie wir sie von einem Auto kennen, gibt es auch für uns Menschen, sollen die Länder zudem je nach Infektionslage weitere Schutzvorgaben anordnen können. Dazu zählen Lappenpflicht in Bussen und Bahnen des Nahverkehrs sowie in weiteren öffentlich zugänglichen Innenräumen. Lappenpflicht in Bus und Bahn haben wir ja noch nie ausgesetzt. Die Länder sollen selbstständig eine Testpflicht in Schulen und Kitas verhängen können. Sogar Lappenpflicht für Schüler ab Klasse 5 wäre möglich, obwohl Corona für die allermeisten Kinder ungefährlich ist. Dennoch, einfach weil man es kann, muss man es machen. Ursprünglich sah der Entwurf auch bundeseinheitliche Ausnahmen von der Lappenpflicht vor. Passt auf, wer ohne Lappen in Gaststätten, Museen und Sporthallen will, hätte einen negativen Schnelltest oder ein frisches Allwunderheilmittel oder Genesung weniger als 3 Monate vorzeigen müssen. Am Mittwoch erklärte unser Showmaster, man habe davon Abstand genommen, jetzt sei es eine Kann-Regelung für die Länder. Die Länder könnten bei Bedarf ermöglichen, dass ein Negativtest, ein frisches Allwunderheilmittel oder eine Genesung jeweils maximal 3 Monate alt, die Bürger von der Lappenpflicht in Innenräumen befreit. Ja, jetzt könnte man ja wahrscheinlich auf die Idee kommen, man läuft da mit Lappen rein, zieht den danach aus, weil die eh keinen Überblick haben, aber man wird doch bestimmt markiert in irgendeiner Art und Weise. Wir kriegen bestimmt einen Punkt, also beziehungsweise die frisch Genesenen oder frisch Gepieksten bekommen einen Aufkleber, keine Ahnung, wo wahrscheinlich noch ein Smiley dran ist, ich bin genesen, ich bin gepiekst, ich weiß es nicht, wie krank das Ganze hier noch wird und darf dann markiert ohne Lappen im Laden rumlaufen, so denke ich mal, weil sonst haben sie ja gar keinen Überblick mehr. Oder man hat eben den Lappen an und die anderen nicht und dadurch wird man ja im Endeffekt auch markiert, denn dann bist du derjenige, der böse Ungepiekste, der böse Ungenesene, der böse Ungetestete, der eben mit Lappen durch den Laden läuft. Da sind wir wieder bei dem Punkt Markierungen angekommen, die wir auch schon kennen. Und interessant ist ja auch, dass Ungepiekst nicht mehr Ungepiekst bedeutet, denn ihr habt ja gehört, maximal 3 Monate darf das letzte Allwunderheilmittel her sein. Das heißt, alle dreifach Gepieksten, die sich Anfang diesen Jahres oder letzten Jahres gepiekst haben, die ja eigentlich als gepiekst gelten, so hieß es zumindest die ganze Zeit, sind gar nicht mehr gepiekst. Die gelten jetzt auch wieder als Ungepiekste. Ich habe ein Video angeguckt, das heißt, wenn man quasi durch den Corona-Herbst und Winter durchkommen möchte, ohne Lappen, braucht man bis zum 6. Allwunderheilmittel, weil es ja sonst immer gar nicht auslangt. Also Oktober, November, Dezember, Januar, Februar, März und für den April braucht man natürlich auch noch ein Allwunderheilmittel. Also sind wir am Ende bei insgesamt 6 Allwunderheilmittel, wenn man lappenfrei durch den Herbst oder Winter kommen möchte. Auch sehr interessant. Dann kommt, heißt, die Länder können selbst entscheiden, ob sie für frisch gepiekste und kürzlich genesene Ausnahmen der Lappenpflicht erlauben oder nicht. Wie gesagt, es ist eine
Kann-Regelung. Die Länder könnten aber auch die zweite Stufe zünden, wenn die Pandemielage es notwendig macht, so unser Showmaster. Dadurch möglich Personenobergrenzen in Restaurants, Kneipen und Kinos bei Verschärfung der Lage, der Abstandsgebote 1,5 Meter. Zusätzlich könnte die Lappenpflicht dann grundsätzlich gelten, ohne Ausnahmen. Unser Showmaster betont, es werde aber keinen weiteren Lockdown oder pauschale Schulschließungen geben. Die Maßnahmen begründete er mit einer erwarteten heftigen Corona-Welle im Herbst. Wir wissen ja, dass auch eine Sommerwelle erwartet wurde. Wir haben sie alle drastisch gespürt. Bundesjustizminister Buschmann ergänzte, es sei ein gutes, moderates und maßvolles Konzept. Absolut, ja. Der vom Kabinett gebilligte Entwurf geht nun in den Bundestag und könnte dort am 8. September beschlossen werden. Zustimmen muss dann auch noch der Bundesrat. Das zu den neuen Maßnahmen im Herbst. Also ihr seht, es ändert sich eigentlich gar nichts. Man spricht aber nicht mehr von 2G, weil 2G ist ja nicht mehr gut, weil 2G hat ja auch mittlerweile seinen Wert verloren, weil es eben gepiekst nicht mehr in dem Sinne gibt, denn das letzte Allwohnheimmittel muss eben 3 Monate her sein, dass du als gepiekst giltst. Rein theoretisch gesehen sind jetzt ganz viele gar nicht mehr gepiekst, aber das 4. Allwohnheimmittel ist ja schon wieder da. Kann man sich ja pieksen, das 5. Allwohnheimmittel kommt ja auch. Also von dem her, machen wir uns keine Sorgen. Ich bin gespannt, was die Menschen vor allem hier in Deutschland wieder machen. Ich komme auch nachher nochmal auf die anderen Länder zu sprechen. Aber ich muss ja noch dazu sagen, wir waren in Österreich im Urlaub. Also Österreich hat wirklich die Lappen komplett abgelegt. Ich habe dort vielleicht 5 Menschen mit Lappen gesehen und da bin ich mir nicht mal sicher, ob es Touristen waren aus Deutschland zum Beispiel, die mit dem Lappen rumgelaufen sind, aber sonst wirklich nirgendwo im Hotel kein einziger Mensch, wenn ich in den Bus reingeschaut habe, in die Bahn reingeschaut habe. Egal wo wir waren, wir haben keinen Menschen mit Lappen gesehen. Also es ist wirklich ein absoluter Unterschied. Wir sind wieder zurückgefahren. Wir haben noch in Bayern einen Stopp gemacht und da habe ich sofort gesehen, ich bin wieder in Deutschland. Die Menschen laufen an der frischen Luft mit Lappen rum. Natürlich in den Läden, da ist es ja auch ganz schlimm und so weiter und so fort. Aber in Österreich hat man sowas einfach nicht gesehen. Es gab keine Menschen, vor allem auch draußen, wie viele hier draußen mit Lappen rumlaufen. Das gibt es in Österreich nicht. Es ist wirklich der absolute Wahnsinn, wie hängen geblieben wir hier in diesem Land sind, muss ich jetzt einfach mal sagen. Und macht natürlich auch wieder super duper wütend. Dann haben wir hier einen Artikel von Zeit Online mit der Überschrift Frankreich beendet die Pandemie. Unglaublich, aber Macron hat die Pandemie für beendet erklärt. Das ist kein Scherz. Zitat, es gibt zwar immer noch die Empfehlung in Büros und Schulgebäuden zu lüften, aber sonst lebt es sich heute in Frankreich so wie vor der Pandemie. Tatsächlich hat sich die Stimmung auch unter den Wissenschaftlern gewandt. An dem Tag, als der Expertenrat aufgelöst wurde, fand sein langjähriger Vorsitzender Jean-François Delfrécy kritische Worte über die französische Politik. Natürlich bedauere ich vieles, sagte der Immunologe in einem vielbeachteten Radiointerview. Wir haben manchmal die Gesundheit über die Menschlichkeit gestellt. Und ich glaube, der Satz, der trifft zu 100% ins Schwarze. Das ist so oft passiert. Es passiert leider immer noch in Deutschland. Ich bin gespannt, ob Macron stark bleibt. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ich fand, seit den Wahlen in Frankreich ist er sowieso etwas ruhiger geworden, hat sich mehr zurückgenommen. Aber ich finde es einfach der absolute Wahnsinn, wie Deutschland reagiert und dass wir wirklich wieder mit geschlossenen Augen durch das Ganze hier durchrennen. Und dann haben wir auch noch so eine Auflistung, welche Maßnahmen andere Länder so vorhaben. Großbritannien keine Maßnahmen, Dänemark keine Maßnahmen geplant, kostenlose Tests angeboten, Niederlande keine Maßnahmen geplant, Griechenland keine Maßnahmen geplant, Italien keine Maßnahmen geplant, Österreich aktuell keine Maßnahmen geplant, gibt es gefährliche Varianten, wird neu entschieden. Immerhin etwas anderes, auch wenn Österreich wahrscheinlich auch wieder mitmacht und ähnlich ist wie Deutschland. Aber bei uns wird es ja schon pauschal gemacht. Ja, ab Oktober beginnt hier wieder das Grauen und deswegen muss es so sein. Schweiz keine Maßnahmen geplant, bei Verschlechterung können Empfehlungen und Maßnahmen der Kantone kommen. Spanien keine Maßnahmen geplant. Ja, Hauptsache bei uns, wie gesagt, wird wieder munter weitergemacht. Dann haben wir einen Artikel von der Bild. Lufthansa fordert weg mit der Lappenpflicht im Flieger. Am Mittwoch gaben die Obersten bekannt, dass die Lappenregelung für die Bürger noch einmal verschärft werden soll. Statt OP, FFP2-Lappen oder Schnabellappen in Flugzeugen und im Fernverkehr, obwohl es für unseren Obersten und Wirtschaftsminister Habeck auf dem Weg nach Kanada eine Lappen-Extrawurst gab und sie keine tragen mussten, weil sie im Regierungsflieger der Luftwaffe nicht gilt. Die Vorstände für
für Customer IT und Corporate Responsibility der Lufthansa Group, Christina Förster, sagte zu Bild: Wir setzen auf die Eigenverantwortung unserer Gäste. Passagiere sollen frei entscheiden können, ob sie einen Lappen tragen möchten oder nicht. Zudem seien die geplanten Regelungen nicht kontrollierbar und bildeten im internationalen Vergleich die Ausnahme, weil die meisten anderen Länder bereits auf Freiwilligkeit setzen, ist dieser deutsche Sonderweg nur schwer erklär- und durchsetzbar, sagte Förster zu Bild. Ja, da sind wir auch wieder bei dem Thema Personal. Ja, wir wissen ja, dass Personal sowieso knapp ist, vor allem auch bei der Lufthansa an den Flughäfen. Und wir wissen ja auch, dass wir sowieso einen Personalmangel haben in vielen, vielen Bereichen. Und das Ganze mit dem, was die ja vorhaben in jedem Laden, soll ja dann ein Kontrolleur stehen, wird auch noch richtig lustig, weil ich bin gespannt, wer diese Rolle übernimmt. Wir wohnen ja hier in Baden-Württemberg. Deswegen denke ich, dass diese Kann-Regel gleich zur Muss-Regel umgeschrieben wird, weil bei uns ist ja sowieso immer alles sehr, sehr hart gewesen. Die FFP2-Lappenpflicht wurde ja auch ziemlich schnell dann eingeführt und hat ja bis April noch hier gegolten. Also hier war ja wirklich nur FFP2-Lappen erlaubt. Wie gesagt, ich bin auch ohne durchgekommen. Von dem her, auch jetzt werde ich kein FFP2-Lappen tragen. Das ist mir so egal, wenn ich in jedem Laden eine Diskussion anfange. Ich hoffe, dass wir wirklich mittlerweile an dem Punkt angekommen sind, wo auch wirklich der letzte Mensch da draußen checkt, mit welchen Lügen wir hier 2 Jahre lang gelebt haben. Dass man alles plant, wobei man noch gar nicht weiß, was passiert. Es ist einfach jetzt eine Pauschalisierung. Ja, jeder Herbst, jeder Winter kann jetzt schwer werden, obwohl wir eigentlich jetzt so weit sind mit diesem ganzen Allwunderheilmittel. Und dann natürlich auch der Punkt jetzt, dass man eben nur noch 3 Monate als gepikst gilt, sollte auch bei jedem langsam Klick machen, dass hier irgendwas ganz und gar nicht stimmt, weil ich habe es wirklich noch nie gehört, dass man sich alle 3 Monate pieksen muss, um irgendwelche Privilegien zu haben. Schon allein das ist einfach so unfassbar krank und absolut nicht vertretbar. Dann haben wir einen Artikel von coronablog.net. MDR berichtet über Allwunderheilmittel-Geschädigte. Ich kann nicht mehr aus dem Bett raus. Ich wurde ein Pflegefall. Dazu gibt es auch ein Video auf YouTube. Das gibt's auch in meinem Telegram-Kanal. Müsst ihr mal reinschauen. Den Link dazu findet ihr unten in der Infobox. Und das müsst ihr euch mal angucken. Also wirklich dieses Thema Nebenwirkungen, schwere Nebenwirkungen, Dinge wie gehäufter Brustkrebs zum Beispiel. Man hört es aus allen Ecken. Es ist einfach nicht mehr so, dass man sagen kann, ich höre hier nicht hin. Man kann es einfach nicht hören. Ja, es ist da und eigentlich genau das, was ewig lang von den sogenannten Verschwörungstheoretikern, Aluhutträger, die Experten, die ja gar nicht mehr Experten waren in der Zeit oder auch jetzt nicht mehr sind, ja, die ja von unserer Obersten als Schwurbler und keine Ahnung was hingestellt wurden. Genau das tritt alles ein. Traurig, aber wahr. Genau, und hier steht auch noch zu diesem Bericht vom MDR. In den öffentlichen Rechtlichen kommen mal wieder Allwunderheilmittel-Geschädigte zu Wort. Statt spätabends wird die Sendung vormittags gezeigt, aber ansonsten bleibt alles beim Alten. Den wenigen Personen, die die Dokumentation sehen können, werden junge Menschen gezeigt, deren Leben seit dem Allwunderheilmittel nicht mehr wie vorher ist. Ein Problem dabei ist, dass die Gesellschaft die Thematik tabuisiert und sich niemand traue, offen über Allwunderheilmittelschäden zu sprechen. Warum das so ist, zeigt der Beitrag eindrucksvoll. In den letzten Minuten wird doch auch hier wieder der typische Allwunderheilmittelkritiker als, ihr wisst schon was, in eine ziemlich plumpe Schublade gesteckt. Das kam dann mal beim MDR, damit man dann natürlich auch wieder sagen kann, wir haben ja auch darüber berichtet. In Peking werden wieder Millionen von Menschen wegen Corona eingesperrt. Dann wurde ja irgendeine Warn-App wieder auch in so einem Land auf Orange gestellt. Daraufhin mussten sich alle Menschen testen, damit sie wieder quasi frei sein können. Es ist wirklich so absolut krank. Dann haben wir hier was von der Frankfurter Allgemeinen vom 29. August. Für Anfang September hat unser Showmaster 14 Millionen Dosen der Corona Allwunderheilmittel angekündigt. Studiendaten bescheinigten ihnen eine höhere Wirksamkeit, auch gegen die derzeit vorherrschende Variante BA5. Also ihr wisst, wir reden hier über das 5. Allwunderheilmittel. Ja, 4. ist schon wieder weg. Man hat drunter geschrieben, der Clou ist, die neuen Allwunderheilmittel sind auf die Omikron-Variante BA1 angepasst und nicht auf die aktuell im Umlauf befindliche Variante BA5. Außerdem interessant, unser Showmaster hat 14 Millionen Allwunderheilmitteldosen bestellt, zwar zu einem Zeitpunkt, als diese noch nicht einmal im Ansatz zugelassen wurden. Die Obersten rechnen sogar erst jetzt mit einer zeitnah bedingten Zulassung. Also wieder bedingt zugelassen, als sie das gekauft haben, gar nicht zugelassen. Also man sieht, sie tun wieder alles
für unsere Gesundheit, natürlich. Dann haben wir hier nochmal was Interessantes. Rekordarmut. 2 Millionen Menschen nutzen die Tafel. Eine Befragung aller Tafeln im Juni und Juli 2022 ergibt katastrophale Ergebnisse. 60% der Tafeln haben seit Jahresbeginn einen Zuwachs ihrer Kundschaft um bis zu 50% verzeichnet. Ein Viertel unterstützt sogar bis zu doppelt so viele Menschen. Darunter Geringverdiener, Rentner, Arbeitslose, aber auch Ukraine-Flüchtlinge. Fast ein Drittel aller Tafeln musste mittlerweile einen Aufnahmestopp verhängen. Der Tafelvorsitzende Brühl kommentiert die Situation. Dass alle Menschen in Deutschland genug zu essen und trinken haben, muss der Staat gewährleisten, nicht das Ehrenamt. Und da hat man auch was Gutes drunter geschrieben. Im besten Deutschland aller Zeiten verarmen immer mehr Menschen. Millionen von Bürger können ohne ehrenamtliche Hilfe nicht mehr überleben und sind auf Lebensmittelspenden angewiesen. Habeck, Scholz und Co. lachen sich gleichzeitig ins Fäustchen. Sie wissen nicht einmal, wie viel Liter Sprit an der Zapfsäule oder ein Brot beim Bäcker kostet, dass sie gnadenlos die Kohle der Steuerzahler abkassieren. Müssen sich diese Gestalten keine Sorgen darüber machen, ob sie im Winter noch ihre Wohnung heizen können. Das ist nämlich dieses große Problem hier im besten Deutschland aller Zeiten. Unsere Obersten juckt es einen Dreck, wie es den Menschen geht. Dann haben wir hier noch was, einfach nur eine Überschrift, das langt auch, neue Welle droht. Unser Showmaster schließt epidemische Lage im Corona-Winter nicht aus. Dann haben wir noch einen Artikel von reitschuss.de. Unser Showmaster warnt vor gravierendem Variantenwechsel, wirre Begründungen für die Neufassung des Infektionsschutzgesetzes. Der Corona-Herbst wird kein Zuckerschlecken. Unser Minister der Herzen kann es nicht lassen, uns von einer Zwangsapokalypse retten zu wollen. Niemand sollte aber dem Gedanken verfallen, er bringe ernsthaftes Interesse für die Gesundheit der Menschen auf. Auch sehr interessant, den Artikel packe ich euch unter mein Video. Dann haben wir hier noch was von reitschuss.de. Unglaublich, die Obersten und Medien leisten Abbitte bei Maßnahmenkritiker, aber leider nur in London und Frankreich. Während hierzulande munter an neuen Maßnahmen gebastelt und Kritiker weiter diffamiert werden, übt sich ein britischer Ex-Minister in Reue und der Telegraph preist die Lockdown-Kritiker. Auch sehr interessant, packe ich euch auch unter mein Video. Dann haben wir noch einen Artikel von reitschuss.de. Weniger als die Hälfte der Corona-Todesfälle an Corona gestorben. RKI-Daten in dubiosem Licht. Das Krankenhaus fällt zusammen. In der Omikron-Welle sind nach einer Studie nur 46% der offiziellen Corona-Todesfälle laut RKI-Statistik tatsächlich an Corona gestorben. Na, sowas gibt's ja nicht. Packe ich euch auch unter mein Video. Ja, und damit sind wir auch schon wieder durch. Ja, und wir haben natürlich nicht nur Corona, die ganzen Maßnahmen und alles, was dazugehört, was hier noch rumspukt, sondern wir haben natürlich auch noch die utopisch steigenden Preise. Der August ist vorbei, der September beginnt, das heißt, der Tankrabatt hat ein Ende. Die Preise schießen wieder in die Höhe, aber die Leute haben sie auch akzeptiert, muss man ganz ehrlich sagen. Die Menschen gehen ja weiterhin tanken, die Menschen interessiert es weiterhin nicht. Die Leute haben noch zu viel Geld. Muss man ganz einfach sagen, den Menschen geht es noch zu gut. Ich bin gespannt, wie lange es den Menschen noch gut geht, denn es wird jeden so richtig schön hart treffen. Das interessiert natürlich unsere Obersten nicht. Und da frage ich mich doch wieder, wie lange lässt sich der Deutsche das alles hier noch gefallen, bevor er endlich was tut, bevor er auch seinen Poppes nimmt und auf die Straße sich bewegt und für seine Rechte einsteht. Und für das, was hier alles komplett schief läuft, ja, die Sanktionen uns sowas von in den Rücken fallen, ja, uns es richtig schlecht gehen wird, man jetzt wirklich darauf achten muss, zu sparen, weil wir jetzt an so einem wirklich krassen Punkt angekommen sind. Dann natürlich diese Inflation, wo sie uns immer noch sagen wollen, dass wir jetzt erst bei 8% sind, natürlich. Und ja, alles, was einfach dazugehört, es wird einfach alles so viel teurer. Ja, unsere Löhne bleiben gleich, es wird immer teurer. Ja, die Armut, die breitet sich richtig schön im Land aus. Und da haben wir es wieder, was ich schon ganz am Anfang von dem Ganzen hier gesagt habe, die wollen einfach auch damit die Mittelschicht abschaffen. Und das bekommen sie so hin, indem sie das alles machen, was sie gerade tun. Natürlich immer auf andere Dinge das Ganze schieben, die Begründungen. Ja, und so bekommen sie natürlich auch Sachen hin, wie man kann sich einfach keinen Flug mehr leisten irgendwo hin, keinen Urlaub, die Menschen bleiben wirklich zu Hause, nutzen weniger das Auto, weil sie sich nicht mehr leisten können. Und ja, die Grünen freuen sich natürlich darüber. Und ich denke mir jetzt schon eigentlich, diejenigen, die hier die Grünen wählen, sollten ab jetzt auch wirklich drauf verzichten, Strom zu nutzen, Warmwasser zu nutzen, ihr Auto zu nutzen, einfach gar nichts mehr zu nutzen und wirklich zu leben wie in der Steinzeit, weil das wollen sie und das sollen sie doch auch bitte machen. Dafür wäre ich, dass die Menschen, die wirklich solche Menschenparteien wählen, dann auch so konsequent leben.
Ganz einfach. Ja, also ich werde jetzt wieder langsam richtig schön wütend. Ich war eigentlich relativ entspannt, aber jetzt fängt es bei mir wieder an, ja. Es rumort in meinem Magen. Ich gehe wieder so richtig mit so einer Kampfhaltung durch die Welt, weil es mich einfach nervt, ja. Es nervt mich, dass auch, klar, die Demos ziehen jetzt wieder an. Es kommen wieder mehr Menschen auf die Straße. Aber es ist einfach so, den Menschen muss es noch schlechter gehen, damit sie es endlich merken, damit sie endlich aufwachen. Und nicht jetzt mit Corona, ja. Auch mit Corona natürlich, aber natürlich auch mit dem, was hier noch alles so passiert, in diesem Land vor allem. Dazu kann man auch nicht mehr viel sagen. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was uns jetzt erwartet. Ja, der September fängt jetzt an, den dürfen wir ja noch ein bisschen genießen, weil erst ab Oktober geht es dann so richtig los, ja. Da fängt wieder das Grauen an, da müssen wir dann wieder schauen. An jeder Ecke lauert die Gefahr. Bis jetzt ist einfach noch etwas entspannt. Also genießt noch den September, im Oktober hat das wieder ein Ende. Das Genießen und das Freisein. Genau, und denkt immer dran, Liebe verbindet und schafft Zusammenhalt. Ich hoffe auf jeden Fall, euch hat mein Video gefallen. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Schreibt auch gerne was unten in die Kommentare. Und vergesst auch unbedingt das Abonnieren nicht. Und dann sehen wir uns nächste Woche Sonntag um 12 Uhr wieder. Bis dahin, sag ich tschüss.